Wir öffnen heute 1186 plus Wundertüten, aber sehen mal wieder nur den Verein, nur die Flagge, nur das Rating und vieles, vieles mehr. Beziehungsweise wir sehen nicht viel mehr, wir sehen nur relativ wenig. Es wird auf jeden Fall wieder geil und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Player-Pick. Und der ist natürlich auf meinem Account, wir starten also direkt mit meinem Player-Pick. Aber wie müssen wir den Player-Pick öffnen? Das findet jetzt das Glücksrad für uns raus, unser geliebtes Glücksrad und wir müssen erraten. Die Schablone habe ich jetzt noch nicht schwieriger gemacht seit dem letzten Mal. Aber ja, ich nehm's, um ehrlich zu sein. So, wir starten rein in den ersten Player-Pick, mein Player-Pick. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass der gut ist. Wir sehen nur das hier. Das Ding lädt und wir bekommen... Wir bekommen eine 88er Karte vom FC Barcelona. Das müsste Jordi Alba sein. Dann bekommen wir... Bruder, das ist Milner, oder? Das ist doch nicht gut. Und der erste ist ein Future Star, aber ich kann euch nicht sagen, wer das ist. Aber ich gehe safe auf den Future Star. Ich logge den Future Star ein. Und, Bruder, ich bin wirklich... Ey, ist das Araujo? Wir locken den ersten ein. Verpassen dadurch Milner und Jordi Alba. Ich bin einfach ein Kenner. Und jetzt die Frage... Oh mein Gott, das ist Araujo. Das, meine Freunde, war es komplett Araujo. Ew. Boom, Vinicius Sousa ist damit der erste Spieler für unsere Mannschaft. Wir gehen rein in 10 weitere Player-Picks. Aber vorher wird natürlich das Glücksrad entscheiden, wie wir den nächsten Wundertüten-Player-Pick sehen werden. Sehen wir nur das Tempo? Wir sehen nur das Tempo. Okay. Alles klar, dann gehen wir jetzt rein in 10 weitere Player-Picks. Das sind Clips, die ich aber noch nicht gesehen habe. Und wir gehen rein in den ersten Clip und sehen hier 87 Diving, 87 Pace. Und 94 Pace. Freunde. Also, da ist ja mal sowas von klar, dass ich mich nicht für den Torhüter entscheide und auch nicht für den Mann mit 87 Pace, sondern für den Kollegen mit 94 Tempo. Und dann würde ich sagen, decken wir das Ding auf. Der erste Spieler ist Diogo Costa. Der zweite Spieler ist Iago Aspas. Aber wer ist die Maschine mit 94 Tempo? Es ist... let's go. Es ist Mudryk. Future Star, überragend. Boom, da ist er. Mudryk für 1,09 Millionen Coins. Kann man auch als linker Flügel spielen. Ich weiß ja jetzt, stand jetzt eh nicht, welche Formation es am Ende des Tages wird. Es könnte auch sein, dass wir, keine Ahnung, 2 Torhüter bekommen, wenn ich mich falsch entscheide. Aber stand jetzt sieht das Team sehr, sehr gut aus. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Schreibt mir in die Kommentare, was hattet ihr in euren Picks? Würde mich interessieren. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt kostenlos auf Abonnieren. Und dann fragen wir das Glücksrad, wie wir weitermachen. Let's go. Wir drehen am Glücksrad. Nachdem wir nur das Tempo gesehen haben, sehen wir dieses Mal wieder die Erraten-Schablone. Und die hat beim ersten Mal ja nicht mal gut funktioniert. Also ja, vielleicht dieses Mal schon. So, Freunde, wir gehen rein in den dritten Player-Pick. Die Erraten-Schablone ist wieder am Start. Hoffentlich blamiere ich mich dieses Mal nicht. Oder bin ich gespannt, was dieses Mal bei rumkommt. Das sind unsere 3 Spieler und ich erkenne auf jeden Fall schon direkt den dritten. Den habe ich mir nämlich vor ein paar Tagen erst eher näher angeschaut, weil der sehr gut in mein RTG-Team reinpassen würde und das ist Kimpembe. Der erste allerdings... Bruder, ich weiß ja nicht. Erkennt ihr den? Also der zweite ist auf jeden Fall Spence. Den ersten, den erkenne ich aber überhaupt gar nicht. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher mit der Nummer 3, mit Kimpembe. Maestro Kimpembe. Jetzt ist die Frage, wer wäre der erste gewesen? Ich habe keine Ahnung. Es ist Fagioli. Okay. Ja, ist eine coole Karte, aber Kimpembe ist safe besser. Spence, klare Geschichte und das kann nur Kimpembe sein. Und so ist es. Damit bekommen wir schon mal einen richtig stabilen Innenverteidiger. Let's go. Kimpembe für 582.000 Münzen in unserem Team. Sollte man in Zukunft übrigens diese ganzen Picks wieder auf einem eigenen Account oft genug abschließen können, werde ich es natürlich auch wieder nur mit meinen eigenen Picks machen. Aber ich denke, auf die Art und Weise können wir das Format trotzdem am Leben halten und ich liebe das Format. Es macht mir unfassbar viel Spaß, das Ding aufzunehmen und ich habe gemerkt, ihr feiert es auf jeden Fall auch. Deswegen, wir machen weiter mit dem vierten Player-Pick und da hoffe ich jetzt dieses Mal auf ein bisschen was anderes. Erraten hatten wir jetzt schon 2-mal. Jetzt bitte was Neues. Ey, Digga, die hören uns so ab, Alter. Ohne Spaß, Mann. Aber wir drehen nochmal. Für ein bisschen mehr Abwechslung. Komm, rein da. Ich will jetzt hier was anderes sehen als erraten. Wenn es jetzt nochmal kommt, okay, dann nehme ich's. Aber, oh mein Gott, es war schon wieder knapp, Mann. Das Glücksrad hat was gegen uns heute. Es wird aber dieses Mal nur der Verein. Da bin ich eigentlich relativ selbstsicher, muss ich sagen. Okay, wir gehen rein in Player Pick Nummer 4. Wir sehen nur den Verein. Komm schon, Junge. Ich will jetzt hier 3 richtig gute Vereine sehen. Oh mein Gott. Gott, das war's komplett. Newcastle. Dann haben wir Salsuso. Ey, ich weiß nie, wie man den Verein ausspricht.
Es tut mir leid. Und dann haben wir Celta Vigo. Digga, der Pick ist ja bodenlos. Das sind Willock, Berardi, oder? Wobei, so sicher bin ich mir da gar nicht. Und Iago Aspas. Ich gehe auf Willock, weil bei dem weiß ich, dass er gut ist. So, schauen wir mal. Also, wen bekommen wir? Willock ist klar. Aber wer waren die anderen? Iago Aspas? Ja, aber wer ist er? Es war wirklich Berardi. Out of position Berardi. Na, okay. Da bin ich mit unserer Wahl mit Willock noch am zufriedensten, um ehrlich zu sein. Das Team ist auf jeden Fall sehr Future-Star-lastig, aber es gefällt mir, wirklich. 3 Future-Star-Karten, 1 Centurion, Willock kostet nur 25.000 Münzen. Die Karte an sich sieht eigentlich geil aus. Hätte der 4-Star-Skills, 4-Star-Weakfoot, wäre der Safe nochmal doppelt so teuer oder noch mehr. Ich würde sagen, wir drehen wieder am Glücksrad und lassen das Ding entscheiden, wie wir weitermachen. Let's go. Nur Verein, weg damit. Dieses Mal öffnen wir den Player-Pick, indem wir nur die Flagge sehen. Kann das sein? Ja, wir sehen nur die Flagge. Gefällt mir. Alles klar, wir gehen rein. Wir sehen dieses Mal nur die Flagge. Was ist denn das für eine Sprache, Alter? Ist das Spanisch? Wir gehen rein. Kommt mir auf jeden Fall Spanisch vor. Wir haben einen Franzosen. Wir haben einen aus Mali und wir haben einen aus Italien. Ich glaube, das ist kein guter Pick, egal wen wir nehmen. Wobei, was laber ich? Frankreich kann ja immer gut sein. Mali ist auf jeden Fall out of position. Traoré. Italien ist wahrscheinlich Pellegrini, Berardi oder so. Ich gehe natürlich mit dem Franzosen. Damit machst du meistens nichts falsch. Und wir schauen rein. Es ist Quagliarella Centurion. Dann ist es Traoré out of position. Wer auch sonst. Aber wer ist der Franzose? Es ist tatsächlich ein Future Star. Und das ist ein Torhüter, der hat uns noch gefehlt. Wir bekommen Meslier, der nächste Future-Star. Und den Kollegen habe ich tatsächlich schon als First Owner im Verein. Moin, Meister. Wir bauen uns heute einfach ein komplettes Future-Star-Team. Was ist das denn? Aber das Gute ist, bis jetzt passt jeder Spieler gut rein. Wir dürfen jetzt bloß keinen zweiten Torhüter bekommen. Sonst ist Game Over, Mann. Sonst ist Game Over. Deswegen würde ich sagen, Glücksrad, gib mir doch einfach mal nur die Position, damit wir auch auf Nummer sicher gehen können, dass wir nicht noch den Torhüter bekommen. Wir bekommen nur die Stats. Das ist auch in Ordnung, weil dadurch kann ich auch schon mal ausschließen, dass es ein Torhüter ist. Außer das FIFA vom nächsten Clip ist, keine Ahnung, auf Chinesisch oder so. Let's go, wir gehen rein in den nächsten Player-Pick. Der hat hier auf jeden Fall auch eine schöne Milchschablone über seinem FIFA. Was ist das denn? Warum ist das so hell? Aber wir sehen hier relativ solide Stats auf dem ersten. Der zweite ist ein Centurion mit sehr ausgeglichenen Stats. Und der dritte ist so ein Solala-Ding. Und da Centurion-Event nach dem Out-of-Position-Event kam, gehe ich mit der goldenen Mitte. Jetzt ist die Frage, wer ist es? Oh, Fred war auf der 1, der ist stark, der wäre gut gewesen. Auf der 3 ist Milner, nein danke. Und wer ist die 2? Ich sag Pellegrini oder so. Lucas Vazquez, das ist gut. Let's go, wir holen uns Lucas Vazquez für 93.500 Münzen mit sehr, sehr soliden Allround-Stats. Und man kann ihn sogar als rechten Flügel zocken. Also, falls wir noch einen weiteren Rechtsverteidiger irgendwie aus Versehen bekommen sollten, kann ich den auch auf RF stellen. Aber es läuft immer noch sehr, sehr gut. Wir haben allerdings auch noch 5 Picks vor uns. Weiter geht's, wir drehen wieder am Glücksrad. Bis jetzt haben wir schon ein paar verschiedene Sachen bekommen. Was fehlt noch? Keine Ahnung. Nur das Rating zum Beispiel. Das fehlt tatsächlich wirklich noch und damit hat man auch meistens eine gute Steilvorlage. Let's go, wir gehen rein. Wir sehen nur das Rating und da sehen wir zwei 86er und eine 87er Karte. Was ist das denn? Der 86er ist wieder ein Out of Position. Der in der Mitte ist ein Centurion und der dritte ist ein Team of the Year Nominee. Welcher Team of the Year Nominee hat nur ein 87er Rating? Ist das überhaupt ein Team of the Year Nominee? Egal, wir gehen auf den 87er auch einfach deswegen, weil es die höchst bewertete Karte ist und ich hoffe, dass das keine Fehlentscheidung ist. Der erste ist Perisic. Nice Karte so an sich. Der zweite ist Biragi. Und jetzt ist die Frage, wer ist der dritte? Es ist tatsächlich ein Team auf die Nominee mit nur einem 87er Rating. Wisst ihr, wer es ist? Ich nicht. Es ist Bremer. Der nächste Innenverteidiger. Passt gut ins Team. Warum nicht? Moin Bremer. Willkommen im Team. Einen Chemiepunkt bekommt er durch Vinicius Sousa. Und der passt auch wieder richtig gut ins Team. Aber ich glaube, jetzt wird es mit jedem Pick schwieriger, die passenden Spieler für die fehlenden Positionen zu finden. Wir können natürlich auch immer noch umstellen, aber das wird trotzdem schwierig, sage ich. Wir drehen am Glücksrad. Nachdem wir gerade nur das Rating gesehen haben, sehen wir dieses Mal nur den Verein wieder. Wir sehen nur den Verein.
ein. Da kann es bei vielen Spielern auch viel sein. Let's go, wir gehen rein. Wir sehen nur den Verein. Ich bin eigentlich schon guter Dinge. Okay, der Kollege hat einen AC Mailand-Spieler, Team of the Year Nominee, Duplikat. Das kann ja eigentlich nur Meunier sein. Der zweite sieht mir auch nach Centurion aus. Und das könnte Azpilicueta sein. Das ist eine Rechtsverteidigerkarte. Der dritte Spieler ist AS Monaco, Centurion. Und Jungs, wenn man da mal kurz überlegt, das kann doch eigentlich auch nur die Maschine, die Ratte sein. Wissa Ben Yedda aus FIFA 20, der meistgehasste Spieler. Es ist Azpilicueta. Alles erraten, oder? Let's go, wir gehen rein. Und es ist natürlich Ben Yedda, ein super Spieler für unser Team. Und der Kollege lässt sich auch immer noch einiges kosten. Nicht mal für 374 bekomme ich ihn, sondern für 380, wie es aussieht. Aber der Kollege lässt sich auch jedes Jahr super geil zocken. Und die Centurion-Karte hat auch einigermaßen gutes Tempo. Forster Skills, 5-Star Weakfoot. Wissam Ben Yedda, mittlerweile 32 Jahre alt, aber immer noch eine Maschine. Wir brauchen noch einen rechten Flügel, Linksverteidiger und ZM. Rainer, wir drehen am Glücksrad und bekommen dieses Mal zugelost wieder nur die Flagge. Ah, mag ich eigentlich nicht so, weil da sieht man halt auch nicht, welche Special Card es ist. Ganz, ganz schwierig. Rainer, wir sehen nur die Flagge und wir sehen Serbien, wir sehen England und wir sehen Italien. Welcher Serbe hatte so eine Karte? Absolut keine Ahnung, Alter. Future Star mit so einer Flagge? Ey, ich bin lost. Den nehme ich schon mal nicht. Engländer, der Kollege hatte den schon im Verein und Italiener. Komm, wir gehen auf den Engländer, weil ich habe bereits einen im Team und dann würden die sich gegenseitig Chemie geben. Wir riskieren es. Wer ist der Serbe? Würde mich sehr interessieren. Tadic. Ja, bin ich jetzt nicht so traurig, den nicht genommen zu haben. Der dritte ist wieder Quagliarella. Der Pick sieht bodenlos aus und er hat, das ist Milner oder so, oder? Es ist Jamie Vardy. Das ist gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht, meine ich. Moin, Jamie Vardy. 78.500 Münzen. Und er passt echt nice ins Team rein. Denn das ist der vierte Premier League-Spieler schon. Und chemietechnisch bekommt er sogar direkt 2 Punkte. Das gefällt mir. Okay, Formation ist umgestellt. Aber jetzt wollen wir noch einen Linksverteidiger und einen Rechtsmittelfeldspieler. Ob das jetzt irgendwie möglich ist, ist wahrscheinlich fast unmöglich. Aber wir probieren es natürlich trotzdem. Aber dafür muss das Glücksrad auch ein bisschen mitspielen, damit wir hier nicht komplett rasiert werden. Nur die Position wäre halt wirklich perfekt. Oh mein Gott, nee, oder? Ah, ja, wir bekommen nur die Position. Manchmal ist das zu krass, dass dann genau das kommt, was man vorher gesagt hat. Wirklich, ich check's manchmal nicht. Fake. Nee, Digga. Let's go, wir gehen rein. Wir sehen nur die Position. Torhüter, Innenverteidiger und Right Wingback. Man kann oft auch Right Wingbacks als rechtes Mittelfeld spielen. Deswegen würde ich mich, glaube ich, für den entscheiden. Und wir wissen wahrscheinlich auch alle, wer das ist. Nämlich der gute Spence. Egal. Vielleicht ist es auch Singo. Es ist Meslier, es ist Guehi und es ist Spams. Okay, jetzt ist die Frage, kann der rechtes Mittelfeld? Mit 50 schießt wahrscheinlich eher nicht. Ja, Jungs, er kann natürlich nicht rechtes Mittelfeld zocken, aber mit 50 schießen wäre sowieso bodenlos gewesen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir machen jetzt gleich einen Five-Head-Move. Und zwar kaufen wir uns jetzt Spams als rechter Außenverteidiger, tauschen den mit Vasquez, wandeln den zum Rechtsverteidiger um, stellen um auf die 4-2-4, wandeln Vasquez zum rechten Flügel um und Mudryk zum linken Flügel. Und das Ding ist 1A umgewandelt. Und jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch der Linksverteidiger. Und wir haben das Ding perfekt hinbekommen. Was ist das denn? Ich bin gespannt auf den letzten Pick. Rainer, letzter Pick nach nur Position. Drehen wir wieder und bekommen dieses Mal nur die Haare. Hatte ich auch noch nicht. Nicht nochmal nur Position. Okay. Es wird nochmal nur die Position. Wir gehen rein. So, wir gehen rein in den letzten Player-Pick. Und das Ding ist auf Spanisch. Ich werde jetzt nicht wissen, was da steht. Oh mein Gott. Ich meine, das ist irgendwo total bescheuert, aber irgendwie ist es auch lustig. Deswegen, wir gehen rein und ziehen MCD, DFC und MCD. Ich glaube, das sind alles Mittelfeldspieler. MCD heißt bestimmt sowas wie defensives Dingsbums, also Mittelfeldspieler con Defensiva. Und dann gibt es noch DFC, heißt bestimmt sowas wie ZOM. Also ist sowieso egal. Ich nehme jetzt einfach den ersten. So, ich bin gespannt. Habe ich das richtig übersetzt aus dem Spanischen? Tatsächlich, es ist ein ZDM. Traoré. Wen verpassen wir? Kalulu. Oh, der wäre geil gewesen. Aber kann auch nicht Linksverteidiger zocken. Und wir bekommen für unser Team Perisic.
Kann der Linksverteidiger? Wahrscheinlich nicht, das ist eine Out-of-Position-Karte, oder? Warte mal kurz. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Schade, der letzte Spieler macht uns einen Strich durch die Rechnung und dann habe ich den auch noch im Verein. Mann, Perisic, tu mir das doch nicht an. Der Mann kann Rechtsverteidiger zocken, aber nicht Linksverteidiger. Das ist eine bittere Pille. Das wäre so perfekt gewesen. Mit Pep Guardiola als Trainer kommen wir aber trotzdem immerhin auf 20 EB und insgesamt bin ich auch absolut zufrieden. Mit dem Team haben wir gut zusammengewürfelt das Ding und das testen wir natürlich jetzt noch in der Runde FIFA 23, unser Lieblingsspiel. Wir gehen rein und spielen gegen folgenden Gegner. Die ein oder andere Winter Wildcard ist am Start. Die Natale, Orishi, schönes Team, muss ich sagen. Und dann testen wir mal unser Future Star Team mit ein paar anderen Special Cards zusammengemixt. Vardy schnappt sich direkt den Ball, macht er clever. Ja. Schöne Ballrolle und Wissam Ben Yedder nach einer Minute und 32 Sekunden mit dem 1:0. Mutrik, Vardy, da ist er wieder. Ben Yedder, Junge, er ist so gut, Mann. Der macht so Spaß, auch in FIFA 23 ist er immer noch eine Macht. Und der Gegner quittet wieder direkt. Immer wenn wir mit unseren Teams zocken, zerstören wir die Gegner auch heute wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und checkt hier auf jeden Fall noch ein aktuelles Video ab. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.